Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator. So, wir schaufeln hier immer noch das Silo aus. 362.995 haben wir jetzt. Richtig viel Geld. Und ich denke, dann kommt jetzt erstmal gleich der Vollernter für Rüben. Und anschließend, was macht man dann anschließend? Ich glaube, dann wird sowas Richtung neue Felder, vielleicht noch ein Hänger, vielleicht aber auch noch ein Trecker. Mal sehen. Aber so langsam, so viele Trecker, wie wir jetzt so langsam haben, können wir die alle nur noch im Multiplayer nutzen, so wirklich. Und im Multiplayer darf man wiederum nur zwei Helfer einstellen, deshalb bin ich davon überzeugt, dass ich auf Dauer auf jeden Fall mal eine Aufnahme haben werde mit mehreren Mitspielern. Anderes geht es, glaube ich, gar nicht. Ja. Gleich sind es schon fast 400.000 Euro, die wir hier verdient haben. Das ist richtig viel Kohle. Freue ich mich schon echt, die auszugeben. Das ist ja eigentlich immer so, man spart sich irgendwas zusammen, bestellt dann alle Felder, erntet und hat dann wieder richtig viel Geld und spart sich, also kauft dann irgendwas Neues. Und dann wieder ein Erntedurchgang. So entwickelt sich das Spiel irgendwann. Aber ist ja auch eigentlich nur eine logische Entwicklung, sage ich mal, in diesem Spiel, dass das so ist. So. Einige haben auch gemeint, ich sollte die Sicht hier von hinterm Fahrzeug nehmen. Finde ich irgendwie unschön. Also das hier ist schon eine Sicht, die ich sehr cool finde. Und auch weiter so eigentlich machen möchte. So, wir haben ja gleich danach eigentlich noch das zweite Silo, aber ich glaube, das mache ich nicht. Das ist dann doch alles ein bisschen viel Arbeit. Ich werde aber auch keinen zweiten Radlader kaufen und damit jemanden zusammenschaufeln. Das ist mir dann wieder zu teuer. Also so ein Radlader kostet 100.000. Das ist es nicht wert, glaube ich. Obwohl vielleicht doch, aber da müssten wir auf jeden Fall mehrmals noch hier die Mais-BGA vollpacken, damit sich das auch wirklich dann lohnt. Ich bin ja wirklich gespannt auf die Ohren. Klingt jetzt meine Stimme auch schon etwas anders bei dem Abstand zum Mikrofon. Wie das dann später, ja, sag ich mal, auf YouTube aussieht. Wie die Qualität ist. Ob man das, so verkaufen kann. Ja, verkaufen. Also ich verdiene ja kein Geld mit meinen Videos, aber ob man das so anbieten kann, sag ich mal. Ich möchte ja, wie ich schon oft gesagt habe, eine gewisse Qualität haben. So, ich schaufel jetzt noch, bis ich 500.000 zusammen habe. Und dann wird mal was anderes gemacht, weil das wird mir dann doch irgendwie ein bisschen zu eintönig. Gerade weil ich sehe, dass hier neben nochmal ein Riesensilo darauf wartet, leer geschaufelt zu werden. Aber ihr merkt auch, wenn ihr schnell Geld verdienen wollt, die BGA ist richtig gut dazu. Und was vor allen Dingen schön ist, was man wirklich sagen muss, du hast hier einfach einen konstanten Preis. Bei Getreide ist es ja so, der schwankt. Du kriegst immer tagesunterschiedlich, stundenunterschiedlich teilweise. Man hast ein Angebot mal total der Reinfall. Und bei der BGA gibt es, egal wie die Preise aussehen, immer pro Schaufel dasselbe, ungefähr 15.000, wenn ich mich nicht irre. Und man sieht, dass hier ist einfach nur total übertrieben viel Geld. Und danach jetzt noch mit den Rübenvollernter, da freue ich mich schon richtig drauf. So ein richtig schönes Gerät mal wieder. Da packen wir dann auch mal richtig ordentlich. Ich glaube, die Rüben verkaufen wir dann direkt einfach alle. So. Und anschließend werde ich dann, glaube ich, mal einen Drescher kaufen. So einen richtig schönen, großen, das Topmodell, sage ich mal. Den könnten wir uns zwar jetzt auch schon kaufen, aber wir haben jetzt halt erstmal Rüben angesät, weil wir halt die Sämaschine noch nicht hatten für Getreide. Aber das wird sich bald ändern, das kann ich schon mal versprechen. Dann kaufe ich, denke ich, auch die richtig tolle 15 Meter Sämaschine. So, ich hoffe, die Parts sind im Moment nicht zu langweilig. Ich probiere immer etwas mehr zu quasseln, wenn ich so eine Arbeit hier mache, weil ich denke mir dann immer selber, wenn ich dazu gucke und der wirklich nur schaufelt, ohne groß was vielleicht halbwegs Interessantes zu erzählen, gucke ich da nicht gerne zu und vielleicht dann auch nicht lange. Und ich möchte eigentlich auch, dass ihr nach Möglichkeit die volle Länge des Videos ausnutzt. Machen auch viele, weiß ich aus meiner YouTube-Analystik-Gedönsel.
aber einige halt auch nicht. Und ich mache ja 15 Minuten Video nicht, damit die Hälfte nach 5 Minuten weg ist. Dann kann ich ja auch gleich nur 5 Minuten machen. Also probiere ich auch immer so ein bisschen, gerade bei so einer Arbeit hier, ja, zu erzählen. So, hier muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Mit der Zeit ist man so weit hinten in das Silo reingefahren. Und dann muss man ein bisschen später einschlagen auf dem Rückweg. So, nach der Schaufel noch eine, wenn ich mich nicht täusche. Ja, noch eine Schaufel. Und ich glaube, dann kaufe ich auch direkt mal den Vollernter. Was soll der Geiz? Ganz ehrlich, ich habe hier noch ein... Das sind noch mal genauso viel. Also noch mal fast 500.000. Nee, nicht ganz. Sagen wir mal 300.000 liegen hier noch in dem. Und dem anderen sind noch gute 500.000. 600.000, 700.000 sagen wir mal. Euro an Potenzial drin, die wir eigentlich rausschaufeln könnten. Werden auch rausgeschaufelt, nur im Moment nicht. Das andere gärt ja auch noch, das dauert noch ein paar Minuten, bis sich da wohl noch was tut. So. Also, die BGA ist extrem erschreckend effektiv, sage ich mal. Eine Schaufel mache ich noch, dann haben wir ein bisschen Puffer. Aber dann sage ich schon mal, mache ich mal direkt hier Maus. Gut. Was haben wir denn hier noch? Ja, da ist der. Schade, dass man die nicht so von hier hinsetzen kann, von da nach da und so. Wir wollen jetzt aber erstmal hier so alle 2 Minuten. Weiter geht's. Habe ich doch jetzt gespeichert, oder? Gut. Dann habe ich nämlich den Vorteil, dass ich hier halt ein bisschen Geld mit dem Gras-Ding verdienen kann und ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wir müssen auch gleich mal nach den Helfern gucken. Die sollten so langsam auch schon ein bisschen was geschafft haben. So. Wunderbar. Schön. Bisschen was Besinnliches wieder auf der Playlist. So. Was haltet ihr denn mal davon, wenn ich so ein Let's Play-Tutorial-Gedönsel macht? Aber ich würde es ein bisschen anders machen. Ich möchte nicht irgendwie, ihr benutzt das Aufnahmeprogramm so oder so und so, sondern mehr, okay, wir können ja auch gleich mal düngen, das stimmt. Obwohl, erstmal nach den Helfern gucken. Ups, und da sehen wir auch schon direkt warum. So. Mache ich hier den letzten Streifen mal manuell von Hand. Darf man den in 2 fahren oder muss man 1 fahren? Robern. Ah, sieht so aus, als könnte man das auf 2 fahren. Sehr schön. Und ich habe, was habe ich gerade erzählt? Mann. Mein Gedächtnis wieder. Das ist echt nicht mehr schön. Der ist da vorne noch am Drehen. Der hier kommt dann direkt gleich zum anderen größeren Feld. Obwohl, die haben gar kein anderes größeres Feld. Stimmt. Der kommt dann zu den kleinen Feldern hier und darf da schon mal malochen. Aber dann geht's da jetzt erstmal... Hä? Achso, ich dachte gerade, hier wäre schon reif. Also, dass die Pflanzen hier schon blühen. Bei den Stoppeln kam ich auf die Idee, okay, und da ist schon ein bisschen was im Angebot an Aufträgen. Gut, der läuft jetzt hier erstmal durch. Die Krone kann hier stehen bleiben, die kann aber eigentlich auch besser da hinten rein. Das ist so ein schickes Gerät. Also wirklich, das muss doch... Das kannst du doch nicht hier reinstellen, das muss doch in die Haupthalle, sag ich mal. Willst du doch zeigen, was du hast als Bauer, wenn du schon so lange dafür gearbeitet hast. Yeah. Schönes Gerät. Dann würde ich mal sagen, düngen wir jetzt erstmal. Obwohl, so. Ist ja auch ein ziemlich großes Güllefass. Wo ist sowas geht? 20. Oh. Boah, ich bin aber heute auch ein Bruchpilot. So. Gut. Ups. Die Dinger darf man erst ganz spät ausklappen, sonst bleibt man irgendwo dran hängen. Das kann ich euch schon sagen.
Alter. Schon ein Riesengerät. Und wir spritzen los. Jetzt muss ich hier auch in der Sicht fahren. Ich kann das sonst nicht anders. Die Parts werden dann immer viel größer, wenn ich dresche und in dieser Sicht hier arbeite. Weil dann halt mehr Pixel, das Bild ist dann einfach komplexer, sagen wir mal so. Jetzt mit ohne. Wir fahren hier erstmal das Düngefass leer. Ich glaube, ein zweites Güllefass braucht dieses Feld vielleicht nicht mehr komplett. So. Wir haben noch einen Auftrag, fällt mir ein. Dann fahre ich hier eben nur, sage ich mal, die Lücken voll. Also hier den Streifen, den wir letztes Mal nicht mehr ganz mitgekriegt haben von der Tankmenge her. So. Naja, komplett geht der nicht, aber egal. So ein bisschen was kann man stehen lassen. Ich glaube, das bringt uns jetzt finanziell noch nicht um. So schlecht sind wir im Moment wirklich nicht gestellt. Wir sind eigentlich sogar sehr gut gestellt, muss ich sagen. Gut. Jetzt wieder hier hin. Aber jetzt machen wir erstmal die Mission, würde ich sagen. Ah, Kurve. So. Das passt. Gut. Der ist jetzt gleich durch. Aber erstmal nehmen wir dann den guten alten Bürger. Auch wenn ich darüber nachdenke, den zu verkaufen. Ich meine, der lohnt sich schon noch, aber eigentlich haben wir diese kleinen Aufträge nicht mehr nötig. Sag ich mal so. Und dann ist es halt einfach, mittlerweile verdienen wir so viel Geld und die 10.000 hier waren am Anfang immer eine richtig willkommene Einnahme, aber mittlerweile ist das eher so, ja, schön, aber nichts Besonderes, die 10.000, die wir hier immer so kriegen. Und dann haben wir gleichzeitig noch ein bisschen Geld, wenn wir den Bohrer verkaufen. Ist jetzt eher bei uns, sage ich mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein, das verfliegt bei unserem aktuellen Kapital. Aber insgesamt einfach, ja, wir haben dann halt auch ein bisschen mehr Zeit für die eigentliche Feldarbeit, mit der wir viel mehr Geld verdienen. Trotzdem ist es natürlich auch ab und zu ganz schön zur Abwechslung, finde ich. Und ich empfehle es jedem, der jetzt einen Speicherstand hat, so etwas mehr als 10.000 verdient. Wir fahren jetzt hier wieder natürlich vom Rasen runter. So, dann kann der in aller Ruhe wachsen. Und der Sähhelfer, ja, da ist er. Ich nehme jetzt mal einfach meinen Kopfhörer etwas ab, weil ungewohnt und so. Der hat ja wirklich, der ist sehr geschlossen. Und das verwirrt mich jetzt ab und zu noch ein bisschen vom Klang her, weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Aber ansonsten wirklich ein schönes Gerät. Und gib Gas, mein Freund. So. Und wir wollen Gülle fahren. Ich hab mal bestimmt mein Mausrad sehr gut. Hab jetzt ein bisschen wild gedreht. So, mal sehen, wie viel wir hier noch rauskriegen. Ein bisschen was bestimmt noch. Jetzt müsste man mal da hier die PDA wegmachen. Ah, gut. Wunderbar. Ich freue mich jetzt auch schon mittlerweile auf Drescher fahren. Das war ja eigentlich sowas, das hatte ich so ein bisschen satt. Dann von Landwirtschaft Simulator 2011 einfach, weil wir das da schon so oft gemacht haben. Aber dadurch, dass wir jetzt immer was anderes gemacht haben, habe ich da zumindest wieder richtig Lust drauf. Ich meine, Häcksler fahren ist so ähnlich, aber Rüben ernten ist von der Erntetechnik her ja was komplett anderes. Und ich glaube, dann ist das eigentlich auch eine willkommene Abwechslung, sage ich mal. Okay. Ups. Schon extrem breit.
Ne, Palettenaufträge machen wir im Moment nicht. Vielleicht können wir das später irgendwann nochmal machen. Haben wir am Anfang immer mit dem Weidemann. Und das hat sich ja immer als sehr uneffektiv herausgestellt. Tschüss, bis zum nächsten Part.